So, dann nehmen wir mal hier die Quest an. Befehl ist Befehl. Bringt die Allianzbefehle zu Häuptling Kaka auf dem Flottschügel. Häuptling Kaka. Meine Beine sammelt 30 Käferbeine von Tierfliegen im Tigergehölz. Tigerfliegen. Tierfliegen. Wie komme ich denn auf Tierfliegen? Vernichtet Shere Khan, tötet Shere Khan im Tigergehölz. So, hier unten ist noch eine Quest. Waren da nicht noch mehr Quests? Fiese Nappelt sammelt 6 Dienstmedaillons der Allianz von kampferprobten Fallschirmjägern. Ich will noch mal gucken, weil weiter oben müssten nochmal auch noch Quests sein. Nö, die kommen scheinbar erst später dazu. Dann nicht. So, wir müssen einmal hier runter. Da drüben gibt es dann später auch noch eine Quest. Wo ist denn das? Binan. Okay. So, dann machen wir erstmal die Allianz Medaillons. Ja, die haben schon einiges an Leben. Da läuft auch einer rum, den können wir dann extra noch nehmen. Das ist zu weit. Aber hier hat zum Glück jeder eins. Deswegen werden wir mal hier unser Zerfetzen einsetzen, dass er vielleicht ein bisschen schneller runter geht vom Leben her. Und zwar ist hier einer, das ist der hier, Jack Arrow. Ihr wisst schon. Jack Sparrow, Arrow. Ja, diesem Luftangriff sollte man besser ausweichen. Vor allem ist es scheiße, dass wir hier jetzt den anderen noch mit dabei haben. Ja, wir hauen uns mal ein bisschen mehr Leben drauf. Weil von dem kriegen wir jetzt nämlich eine Drop-Quest. Da, Captain Jack ist tot. Bringt Captain Jacks Kopf zu Häuptling KK in Flottschügel. Wir hätten vielleicht den anderen mal kurz anschlagen sollen, dann hätte man nämlich von dem noch eine Dienstmedaille gekriegt. Weil hier laufen immer diese Stampfer von den Flottschügel rum. Die springen auf Gegner drauf. Und sobald die auf den drauf springen, sind die tot. Hallo, wo willst du denn hin? Ey. Erstmal einen halben Kilometer weglaufen. Ja, ich weiß, dass du kein Ziel hast. Ich frag mich, warum die nicht öfters springen. Normalerweise springen die viel öfters die Leute an. So, wir haben alle Dienstmedaillen. Wir müssen jetzt hier rüber. Da ist der Sherkan.
Der ist hier drinnen. Kommt von Shere Khan. Aus dem Dschungelbuch. So, vernichtet Shere Khan. Beenden. Haben wir abgeschlossen. So, was brauchen wir jetzt noch? Käferbeine. Da haben wir hier Tigerfliegen. Also ich sag mal, die Tigerfliegen haben nicht alle drin, aber sind einfach zu besiegen. Hier die Strandläufer, die sind schon etwas nerviger. Jinju. Also das sind die Allianzverbündeten. Die hatten wir ja auch damals in Pandaria schon. Auf der Hordenseite sind es halt die Hosen. Und auf Allianzseite sind es die Jinju. Hallo? Geht's noch? Warum hat der Biber mich jetzt auch angegriffen? Ich hab dir doch gar nichts getan. Du warst doch hinter mir. Aber wir können den küschern. Das ist immer schön. Fette Eingeweide. Hä? Wo sind die? Ach, da ist Gold drin. Auch gut. Noch besser sogar. Tigerfliegen, ohne dass wir irgendjemanden sonst pullen. Ich brauche ein Ziel. Ach Leute, gebt mir doch einfach das Zeug hier. Und wir haben fertig. So, dann müssen wir einmal hier rüber. Hier ist jetzt Flugpunkt. Also hier ist jetzt so gesehen der Hauptstützpunkt der Hosen. Das ist Flotschügel. Und hier drüben ist Häuptling KK. Wir wollen erstmal Quests abgeben, bevor du uns neue gibst. Beenden. Ein Rücken. Ja, toll. Können wir eh nicht gebrauchen. Beenden. Sofortmitteilung. Nutzt das Signalfeuer der Höllschreis Faust nahe Häuptling KK auf dem Flottschügel. Ah, hier. Und jetzt kommen die ganzen Hörtler an. Ja, ist gut. So, hier ist jetzt General Nasgrim wieder. Einen schönen Ring für unsere jetzige... Ich bin gerade am überlegen, wir tauschen den am besten gegen den 91er aus, weil der 91er ist schlechter als der 78er. Ja. So, wir tauschen den direkt mal aus. Wo können wir den, wo haben wir den denn? Hier. So.
Jenseits des Horizonts. Sprech mit Shokia, Unteroffizier Gorok, Schattenmeisterin Kirin und Häuptling Kaka. Annehmen. Beobachtet euch. So. Bin ich noch am Leben? Die hier. Kaka. Flugpunkt. Und hier drüben. Schattenmeister Kirin. Ich habe Hunger. Und hier drüben. Wo? Da. Unteroffizier Gorok. So. Zurück. Einmal hier beenden. So, hier haben wir eine neue Quest. Zorniges Geflügel. Sammelt 6 Handvoll Vogeleingeweide von Blutkrallen in den Knatzelgründen. Und hier drüben. Name ist gut. Name ist besser. Tötet 7 Strandläufer der Jinju. Okay, dann. Ich mach das mal hier oben rein, dass ich nicht immer hier die Gestalt ändern muss, nur um diese eine Aktion durchzuführen. Ich weiß nicht, ob jeder eine droppt. Kann auch sein, dass wir wieder 10, 20 Stück killen müssen. Nein, es droppt nicht jeder. Das war ja klar. Und die kann ich leider auch nicht köchnern, weil Vögel können nicht geköchnet werden. Vögel können leider nicht geköchnet werden. Ist blöd, aber ist so. Davon müssen wir 7 killen. Da, du kommst mal runter. Also bei den Strandläufern killen wir erstmal die, die hier gerade angegriffen werden. Wo ist er denn? Wie kommt er denn auf einmal hinter mich? Sauerei. Ich sag mal so, Quests gehen immer schneller. Deswegen mag ich solche Quests auch lieber. Gut, den hier noch und dann müssen wir gucken, ob noch irgendwo einer angegriffen wird. Ansonsten schnappen wir uns irgendeinen. Schnappen wir uns den hier. Der sieht recht unzufrieden aus mit seinem Leben. Gut, erste Quest vorbei, zweite Quest folgt. Hier, bleib mal hier. Warum sehe ich in die falsche Richtung? Ich muss näher ran.
Der ist direkt über mir und ich kann nicht angreifen. Also mit einem Nahkampfangriff. Dann nehmen wir eben die, die am Boden sitzen. Ist mir auch egal jetzt. Bleib bloß sitzen, Freund. So geht das doch auch. So, wir brauchen noch eine. Einmal Vogeleingeweide, bitte. Aber bitte gebraten und nicht geräuchert. Jawohl, geht doch. So, abgeben. Einmal hier unten. Was liegt an? Bitteschön. Da hast du es. ja, wir geben erstmal ab. Obwohl, wir können eigentlich schon annehmen. Zeit ist Geld. Leichtes Ziel. Benutzt die Filetierbombe an der Düsterbank und sammelt 5 explodierte Glitchies. Dummer Nappel. Glitchies sind für Hosen. Besorgt 4 Schnappersteaks an der Düsterbank. Entschuldigung. Und hier kriegen wir ein Haustier. Das habe ich natürlich schon zigmal. Vor allem auf der Bank liegen. Ja, wir müssen jetzt hier runter. Hier unten sind einmal die Schlammschnapper. Die brauchen wir für diese Schnappersteaks. Und wir sind Level up geworden. Geil, oder? Es sind nur Innis freigeschaltet worden, keine Fähigkeiten. Schade. So, wir können direkt kirschnern. Wow. 3 Stück killen, um einen zu kriegen. So, also wir können uns jetzt hier vorne hinstellen, schmeißen das Ding einfach ins Wasser. Das explodiert und wir können jetzt hier Fischis sammeln. Also tote Fischis. Lass mich doch erstmal die Fische sammeln. Mann, Mann, Mann. Immer diese Einmischungen zwischendrin. Naja, wenigstens hattest du ein Steak drin. So, dann brauchen wir jetzt nur noch 2 Schnappersteaks. Schnapp, schnapp. Ich bin außer... Immer noch 2. Sauerei. Hey, ich weiß, dass hinter mir auch einer ist. Ich will nicht immer so lang warten, deswegen.
Ja, wir könnten natürlich auch umskillen, dass wir hier Mondfeuer in der Katzengestalt benutzen können. Aber ich glaube, was wir da, auf das wir da verzichten müssen, ist, glaube ich, für uns besser. Das ist zu weit. Ja, ist ja gut. Mann, Mann, Mann. Und wir sind voll. Sehr schön. So, raus hier. Abgeben. Und dann geht's morgen weiter. So, einmal hier. Weiter. Beenden. Einmal hier. Hey, wie geht's euch so? Weiter. Beenden. Die Rückkehr des Speers. Sprech mit Chokia auf dem Flottschügel. Wir können da schon mal hin. Weil das wird jetzt eine Geschichte, wo wir andere Charaktere spielen. Wir können das ja schon mal abgeben. Und dann machen wir morgen das Ganze in einer Folge. Dann bis morgen.